baseball. Who the best in this thing? Tell them, yeah, that's me. Tell them who bring the vibe, say, yeah, that's me. Who make it flip, make it bang. Tell them, yeah, that's me. Who make the party feel alive. Tell them, yeah, that's me. So, Part 4 und der letzte Tag vom Pulltraining. Jetzt haben wir das Pulltraining ganz schön tief auseinandergenommen, wie ihr gesehen habt. Das ist mir aber wichtig, weil wir haben jetzt oft in den letzten Wochen, gerade in den Anfangszeiten, über diese generellen Themen gesprochen. Ich habe jetzt Bock darauf, mal richtig tief einzusteigen und mal Dinge zu besprechen, die hier oftmals zu kurz kommen. Wie immer und liebend gerne zum 50. Mal gesagt, arbeite hart, ernähre dich vernünftig, schlaf deine 8 Stunden. Wenn du diese Dinge machst, dann kannst du dir über die Feinheiten und Nuancen meiner Konzepte Gedanken machen. Das alles ist nichts wert, wenn du nicht hart arbeitest. Sei nicht der Nerd, der einfach nur sich überdenkt und dann nicht mehr hart trainiert. Das ist lächerlich. Ich persönlich finde es aber auch nichts zum Stolz sein, zu sagen, oh, ich trainiere einfach nur hirnlos und du Spinner denkst dir viel zu viel nach. Nee, kein bisschen. Ich trainiere jeden Tag hart und zwar so hart, wie ich kann. Und wenn ich der Meinung wäre, 50 Sätze mehr oder 1000 Mal abfälschen oder sonst was wäre optimal für meinen Muskelaufbau, dann glaub mir, ich würde es machen, weil ich beschäftige mich seit 15 Jahren damit, wie ich jedes Gramm Muskelmasse auf mich drauf bekomme, was ich irgendwie bekommen kann. Dementsprechend ist das meine Meinung, wie es am besten funktioniert. Funktionieren aber auch viele andere Wege. Und das Schöne an der alten Schule ist, harte Arbeit funktioniert immer. Aber optimierte harte Arbeit funktioniert noch viel besser. Fragst du dich, ob du richtig trainierst? Weißt du nicht, ob es die richtige Übung ist, ob du sie richtig ausführst, ob du wirklich hart trainierst? Wenn du rausfinden willst, wie gutes Training aussieht und wenn du aktive Unterstützung haben willst, dein Training jeden Tag aufs Neue zu optimieren, dann melde dich jetzt bei uns. Im Garnicus Progress Coaching begleiten wir dich durch jedes Training und geben dir alle Informationen an die Hand, die du brauchst, um ein besserer Kraftsportler zu werden, bestmöglich Muskeln aufzubauen und die beste Version deiner selbst zu schaffen. In dem Sinne, auf geht's mit Part 4. Steigen ein am Reverse Butterfly hier. Also, Reverse Butterfly, worauf achte ich? Natürlich erstmal die Arme passend einstellen. Das heißt, die Arme kommen jetzt hier hin. Ich habe diese Bewegung hier. Wichtig ist jetzt zu sagen, können wir von mal hinten drauf gucken, ich versuche ungefähr so einen 75 bis 90 Grad Winkel zu haben. Aber jetzt ist es wichtig, das ist keine isolierte Übung für die hintere Schulter, sowie die Ruderübung aus Part 3 mit dem Fokus Trapez und Rhomboideen keine isolierte rückentiefe Übung ist. Trapez, Rhomboideen und hintere Schulter arbeiten synergistisch. Das heißt, bei der Ruderbewegung arbeitet auch die hintere Schulter mit, beim Reverse Butterfly arbeiten auch Trapez und Rhomboideen mit. Diese Muskeln haben alle ähnliche Funktionen. Und dementsprechend geht es mehr darum, vielleicht einen Schwerpunkt auf eine der Muskelgruppen zu setzen, entweder mit der Ruderübung oder mit dem Reverse Butterfly. Aber es geht nicht darum, einen von diesen Muskeln vollständig zu isolieren. Das ist auch Schwachsinn. Wir kommen mal bei dem anderen Push-Deck nochmal dazu. Du sollst nicht versuchen, Muskeln künstlich zu isolieren. Ich habe davon gesprochen, stabilisierte Übungen zu machen, um mehr Output auf den Zielmuskel, weniger Output aufs Hilfsmuskel zu legen. Aber zum Beispiel dieser Schwachsinn, drück deine Schultern runter beim Seitheben und mach dann so. Das ist der größte Schwachsinn überhaupt. Deine Schulterblätter sind dafür da, dein Schultergelenk zu stabilisieren. Du musst nicht dein Schultergelenk künstlich rausnehmen. Das ist der gleiche Quatsch. Die gleichen Leute, die schreien, ich muss meine Übungen so machen, dass ich möglichst viele Muskeln auf einmal trainiere, sind dann teilweise, aber nicht immer, Leute, die dann so einen komischen Kram hier machen, weil das ist das Geheimnis, um deine Schultern zu isolieren. Das ist das Geheimnis, um deine Schultern unfunktional zu machen. Nur mal so als konzeptioneller Gedanke. In dem Sinne, let's go. Noch eine wichtige Sache zum Reverse Butterfly. Es gibt manche von euch, die sehr löblich mobil sind, aber der sinnvolle Bewegungsspielraum beim Reverse Butterfly, der hört ungefähr hier auf, wenn eure Oberarme auf einer Höhe mit dem Körper sind. Ich kann das leider gar nicht, aber manche können die Arme hier hinten noch fast zusammenführen. Es ist Bullshit. Bis hierhin ist es sinnvoll. Danach hast du sowieso überproportional weniger hintere Schulter, mehr Trapez und Rhomboideen und vor allem eine verdammt instabile Position. Also spar dir das, geh ungefähr auf die Höhe vom Oberkörper und es passt. So, vorletzte Übung des Pull-Tages. Jetzt machen wir noch so einen von diesen klassischen Latzügen von vorne. Das ist genau der Latzug, der jetzt auf Social Media immer zerrissen wird, weil das dieser Latzug mit einer Bank ist, der so funktioniert. Auf der einen Seite wird er zu Recht zerrissen, auf der anderen Seite wird er zu Unrecht zerrissen. Warum wird er zu Recht zerrissen? Wenn du keinen Gramm Muskeln hast,
wenn du auf diesem Ding hier 10 Kilo ziehst und dann da rumhaben willst und noch möglichst krampfig machst, dann bist du eine Lachnummer. Wenn du diese Übung sinnvoll in dein Programm integrierst, hart trainierst und Gewicht bewegst, kannst du schönen Beitrag leisten. Wie immer, diese Maschine ist recht exemplarisch. Ich kann hier noch ein Brustpolster bauen. Du kannst diese Bewegung mit einem oder mit beiden Armen, mit einem Einzelgriff oder mit einem neutralen Griff auch jederzeit einem ganz normalen Latzug abbilden. Let's go! Teilwiederholung das Ganze beendet. Teilwiederholung kann man vor allem immer dann machen, wenn man weiß, da wo man die Teilwiederholung macht, hat man besonders viel Spannung auf dem Zielmuskel. Was ist hier mein Zielmuskel? Wie ihr gesehen habt, ich ziehe eher von hier nach hier und nicht ganz hier nach unten. Der Punkt ist, hier oben haben hauptsächlich die hintere Schulter und der Teres Major einen hervorragenden Winkel, um zu helfen. Das ist eine recht synergistische Bewegung. Wie beim ganzen Rückentraining, es arbeiten immer fast alle Muskeln mit. Wir legen Schwerpunkte. Das heißt, der Schwerpunkt würde hier so aussehen. Wir starten mit recht viel hintere Schulter, Teres Major, recht wenig Lat. Und je tiefer wir gehen, umso mehr wird der Lat-Fokus. That's it. Letzte Übung für heute. Hyper-Extension, nochmal Fokus auf die gesamte hintere Kette. Das heißt, ich nehme hier liebend gerne noch ein bisschen Beuger, ein bisschen Glutes extra mit. Als kleinen Wachstumsreiz, aber jetzt nicht als harter Schlag, weil der nächste Beintag ist in 3 Tagen. Also von daher ein bisschen extra Stimulus und vor allem würde ich immer und jedem empfehlen, Hyper-Extensions entweder an Beintagen oder an Rückentagen, bei mir meistens an beiden Tagen, drin zu haben. Hyper-Extensions sind die Übungen für mich, die den besten funktionalen Übertrag haben, um dich bei allen möglichen Übungen, wo die hintere Kette beansprucht wird, zu stabilisieren. Dementsprechend baue Hyper-Extensions ein, werd stark da drin und du hast eine erhöhte Verletzungssicherheit, besseren Output und es kann nebenbei noch nettes Muskelwachstum erzeugen. Mit ein bisschen Rot im Gesicht gibt's jetzt Abschluss von Part 4. Das war ein Pulltag in aller Ausführlichkeit. Wie gesagt, wichtig, ihr braucht nicht den gleichen Ablauf, ihr braucht nicht exakt die gleichen Übungen. Ihr könnt das alles variabel einbauen, so wie euer Split aussieht, in das Volumen, das ihr gerade macht, mit der Wiederholungszahl, die ihr gerade macht. Viel wichtiger ist mir in diesen 4 Parts, in diesem Pull-Day, die Botschaft gewesen, wie funktionieren die einzelnen Muskeln, wie kann ich sie aus meiner Sicht optimal trainieren und wie kann man das in ein Trainingsprogramm integrieren. Also immer ganz wichtig, wir sind hier nicht dogmatisch. Wir sagen nicht, es gibt nur den einen Weg und alles andere ist Bullshit. Was ich dir sage ist, es ist sinnvoll für mich, wenn du in diese Richtung schaust. Ob du jetzt dahin schaust oder dahin schaust, das ist zweitrangig. Das Einzige, was ich sage, ist, es ist vielleicht nicht hilfreich, wenn du statt dahin zu schauen, dahin schaust. Aber vielleicht möchtest du auch mal genau das machen, um rauszufinden, ob es für dich funktioniert oder nicht. In dem Sinne, mitdenken und hart arbeiten und wachsen. Also, wenn du jetzt nochmal das komplette Konzept anhören möchtest, verstehen möchtest, wie funktioniert der Bizeps, der Unterarm, die hintere Schulter und die Rückenmuskeln in meinem Konzept, in den Kommentaren haben wir nochmal die Links zu allen Teilen für dich zusammengefasst. Schau es dir an, beschäftige dich damit, werde ein besserer Sportler und arbeite hart. In dem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.